Hallo, wir sind mitten im Schneesturm. Und wir schauen uns mal um. Wir können die andere Stadt ja noch ein bisschen weiter basteln. Die aufgeben im Leben nicht. So gut war ein Start noch nie. Ja, Kälte. Danke. 999. Okay. Nee, ach, wir haben ja noch einen gebaut. Ja. Wenn ich noch hier nochmal erweitern? Nee. Ob mal hier noch ein Dings rein war. Krankheit steigt. Pack da. Krankheit und Spannung steigt. 50 Arbeitskräfte. Und die nicht noch einfach irgendwo reinzimmern? Ich möchte diese Bauplätze nicht. So, Wohnen. Was bringt mir jetzt, wenn ich so ein Wohnkomplex bastel? 20 Behausung nur. Wir sollten definitiv vielleicht ein Komplex. Und packt da. Dass wir das hinkommen. So, hier sind wir in einem Förderbetrieb. So, hier sind wir dort. Können wir dich erweitern? Wir erweitern dich dahin. Elend steigt. Wir brauchen ein Logistikzentrum. Wir brauchen Forschung. Wir brauchen noch Stadt. Arbeitskompensation, das stimmt. Welche Bezahlung? Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Ja, ich denke mal, je mehr du davon hast, umso besser ist es doch. Gleich wird es wieder warm. Aber wir haben gut durchgehalten. Okay, dann sollte alles ja relativ normal laufen, wenn die Temperaturen steigen. Es wird jetzt einmal wieder kälter, wieder wärmer. Na, die 20 Wochen sollten wir durchstehen. Hätten wir das, hätten wir das. So. Das Zentrum wird gebaut. Der Diamant. Warum? Ich verstehe gerade das Gebäude noch nicht so sehr, wie ich das sollen tun würde. Was heißt ja eigentlich, wir haben keine Behausung in der Gegend. Das andere hält noch stand. Es sollte es noch umgehen. Ich nicht eigentlich. In Folge verletzt wurden. Da müssen wir auf jeden Fall eingreifen. Das Gesetz muss weg. Dafür werde ich mich einsetzen. Das geht mir auf den Sack. Hohen Krankheitszahlen. Arbeit. Wo bist du? Gesellschaft. Ethik. Stadt. Arbeit. Vollmachpfiff. Steigt extrem. Schwierig. Beziehungsrotation.
Menschen können nach eigenem Ermessen Beziehungen. Geburtenrate. Das macht Probleme. Aber da muss ich ja mir noch was überlegen. Förderhochburgen. Brauche ich nicht. Gesellschaft. Menschliche Experimente. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal an Stadt. Wir gehen mal Vollmächtigung und keine. Ach, stimmt. Es ist einfach nicht geil, so. Müssen wir halt anerkennen, das ist einfach so nicht geil. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir da nicht was Geeigneteres finden. Könnte ruhig mal wärmer werden, danke. Sonnenverdunklung durch Sturm. Gleiche Bezahlung. Das finde ich gut. Beziehung. Gesellschaft. Wir haben jetzt hier Beziehungswechsel. Nicht eine Ehe, ist nicht geil. Wo haben wir denn das? Behandlung, Krankenhäuser, Elternschaft, Fortpflanzung. Irrenanstalt. Wo haben wir denn das? Unterkunft für Arbeitskräfte. Das müsste ja Gesellschaft sein. Elternschaft. Kommunale Elternschaft. Mutterschutz haben wir. Jugend, befreite Jugend. Beziehung. Beziehungswechsel. Das. Geil, wir werden noch länger so in der Suppe hier rumrühren. Okay, dann können wir uns erstmal hier wieder darum kümmern. So. Zwei leere Bauplätze. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, wir hauen jetzt erstmal hier Triallager rein. Wir hauen hier ein Kraftstofflager rein. Ja, hier haben wir ja das Lager schon, oder? Warenlager. Mäßig noch ein Nahrungslager bauen. Nahrungsversorgung. Hey. Immer ganz kurz. Okay. Das ist nicht wichtig, die fruchtbare Erde rankriege. Tief, ach, tiefe Schmelzbohrer, stimmt. Aber wir sollten nicht desto trotz, sollten wir zusehen, dass wir hier Arbeitskräfte einsparen. Im Logistikzentrum. Gibt es da nicht auch ein Lager für? Für einen Standhalter oder was? Ein Wärmezentrum. Okay. Dann sind wir jetzt erstmal hier gut bedient. Bauen gerade Stadt massiv aus. Ey, Sonnenverdunklung, ne? Ich bin wahnsinnig. Ja, das ist sowas von wahnsinnig. Ja. Dauert ja noch 100 Jahre. Will ich mich verarschen? Der Sturm ist zurück.
Nervt. Danke. Genau, ihr sollt die Lager erstmal schön voll knallen. Sehr geil. Rostland. Das haben wir, das haben wir. Logistikzentren, Road Logistik. Machen wir das so. Können ja erstmal durch den Sturm nichts. Oh, ist gar kein Sturm mehr. Können wir nicht noch? Doch. Wir sind hier gefangen. Ah, ein paar Wochen noch. Geht denn ja nur so geringfügig auf Eier. Das geht denn auf einmal? Ja, okay. Wir werden das so irgendwie anders noch machen. Verschiffen wir die Waren, wenn wir das endlich mal fertig haben. Dafür seid ihr ja angestellt. Hier geht es nämlich alles langsam zur Neige, weil es funktioniert hier erstmal gar nichts. Tagesordnungspunkt Legionäre statt. Stuart. Bereitet Protest vor. Wenn das die Tage. Wenn die Tagesordnung bei Legionäre statt. Ja. Gerade gar nicht. Gleiche Bezahlung. Das möchte ich gerne verhandeln. Ratsmitglieder. Mö? Wo kann ich gar nicht bauen? Vor dem Gewächshaus. Nee. Hier fehlen mir Leute für. Wildbeuter. Erforschen. Schwarzgießerei. Das klingt nach einem Plan. Das klingt wirklich nach einem Plan. Jawoll. Das läuft. The votes are in. The measure passes. Verstehe. Kann ich das jetzt machen? Ja, der Sturm reißt ein bisschen rein. Irgendwie. Wir brauchen. Auf jeden Fall. Haben wir das? Können wir nicht noch irgendwie. Petroleumturm. Können wir noch einfach irgendwo einen hinsetzen? Hier so. Nee. Du bist hier bald am Ende, also das macht ja keinen Unterschied. Wir müssen irgendwie Nahrung ran ordern. Der Bezirk ist bald durch mit der Reise. Der Bezirk ist bald durch mit der Reise. Es wird heller, oder? Oder täusche ich mich? Wie gehen wir nach hier? Den geht's hervorragend. Gut. Ich möchte ja auch gerne langsam mal meine Luftstrecke weiterbauen. Ja, von hier nach da. Dann können wir ja darüber leiten, denke ich mal. Wir werden es ausprobieren. Wir werden es einfach ausprobieren. Gucken, was passiert. Quarzgießerei. Da, Ressourcen. Schwarzgießerei. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind auserwählt worden zu erforschen. So, das hatten wir.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr davon. Kriminalität hier nicht so steigt. Können wir Logistik. Was brauche ich denn dafür? 500 Arbeitskräfte. Das könnten wir ja hier reinschmeißen. Bei uns, denen geht es hier echt gut. Den hier nicht so. Der Sturm, ne? Der macht mich wahnsinnig. Ja, aber es ist ein Ende in Sicht. Der Sturm macht mich wahnsinnig. Der behindert mich gerade massiv. Und die Lager sind hier fast leer. Aber wir haben echt ewig durchgehalten. Das ist ein Vorteil. Gerade gar nicht, wo ich die Leute noch alle reinschmeißen soll. Geil wäre es auch, wenn man die immer weiter ausbauen könnte und immer mehr Bauplätze bekommt. Brauche ich nicht immer neue bauen. Was ja keinen Sinn macht. Ich möchte ja Superbezirke haben. Das wäre auch geil. Einfach ein Superbezirk. Wissen wir. Tiefes Geothermal. Ich muss hier erstmal warten, bevor ich irgendwas machen kann. Oh, wir haben nicht Ratssitzung. Braun ist okay. Die Leute hassen mich. Das ist okay. Ich finde das okay. Das ist ja wie im realen Leben. Das Publikum mag mich. Alle anderen hassen mich. So, wie weit seid ihr hier? Wir warten auf Personal. Stimmt. Stimmt's. Der Sturm klingt nach. Alle negativen Effekte werden. Verpflichtende Ehe. Oh, komm. So mein Plan. Legionäre sind an sich ja nicht verkehrt, aber die sind sehr gierig einzuschätzen. Und auch sehr schnell beleidigt. Sind wir ehrlich, die sind auch sehr schnell beleidigt. Nahrung. Wo ist unser Nahrungsmittelbezirk? Der war doch hier oben. Nee, das ist Logistik. Nahrung war hier. Wir fahren euch mal ein Stückel zurück. Ich möchte auf jeden Fall erstmal speichern. Okay, wir müssen euch nochmal ein Stück zurückfahren. Blunk. Automatisiertes Logistikzentrum. Ich möchte es zumindest einmal gebaut haben. Einmal möchte ich es gebaut haben. Oh, Sturm klingt ab. Jetzt warten wir noch auf die Teams. Dass die soweit durch sind. Dann bauen wir hier weiter. Mit. Ja, ja. Können wir uns denn nicht hier einfach irgendwo mit anschließen? Zum Beispiel da. Wir werden warten. Wir haben doch gleich. Das Gebäude ist doch gleich fertig hier oben. Okay, Warenverteilung. Was wir auf jeden Fall erstmal nicht brauchen, ist das. Ja, das wird Ziel sein. Können wir uns selbst versorgen? Ja, wir können uns selbst. Ja. Aber. Ja. Machen wir so stabile 50. Können wir immer noch ein bisschen anpassen. Stabile 50. Aber wir brauchen euch. Sterben wohl gerade, wa? Ja.
Tiefengrube. Öl. Geil. Mit Wetterhahn. Okay. Ja, das läuft. Wir haben 8 Teams. Ich glaube, ein paar sind gestorben. Oh, oh, oh. Ganz wichtig. Hier ist der Knotenpunkt. Ah. Ganz wichtig, wir müssen jetzt den Knotenpunkt erstmal bauen. Also von da. Können wir uns da anschließen? Gut. Da hätten wir ja eine Luftversorgung. Das würde ich natürlich sehr begrüßen. Siedlung gründen. Die sind auch gleich durch. Immer ja die Karte ja schon zu riesigen Teilen erforscht. Hier kommt. Oh. Long, hoch mit dir. Ganz ehrlich, hier können wir erstmal runtergehen. Oh. Ah, okay, hier wird es hauptsächlich das produziert. Haben wir. Sehr nice. Okay, wir hätten das, wir hätten das. Können wir noch. Wie viele Fertigbauteile verbund? Fortschrittliche Gießerei. Elend steigt. Sollten mal was für die Händler tun. Okay, wir haben jetzt eine Förderung. 400 Arbeitskräfte. Quarzgießerei. Eisenerz. Ah, Eisenerz hat man doch hier irgendwo. Eisenerz hat man doch hier oben irgendwo. Oben. Da müsste ich eine Förderstätte bauen. Ne, Förder. Das hier. Förderbezirk. Dazu brauchen wir erstmal Leute. Die Leute sind unterwegs. Dann bauen wir das. Geil. Dann sind wir hier bald bei 10.000. Das ist gut. Dann hätten wir das erste schon mal weg. Dann kommt die Kraftstoffkolonie. Jawohl. Wir brauchen unbedingt die Einwanderer. Wird es nochmal kälter, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Dann haben wir lange Ruhe. Long. Die nächsten Dinge sind erkundet. Geil, was haben wir? Boah. Jetzt werde ich zugeschissen mit Material, kann das sein? Luftweg. Jetzt werde ich zugeschissen mit Material. Einen Kern habe ich nicht. So. Na? Und mir das von der Seite angucken. Luftweg. Luftwege sind immer toll. Zack, bauen wir das dahin. Luftweg. Luftweg führt nach da. Neues Zeitalter der Tradition. Hat konsequent Richtung Tradition geführt. Vielleicht ist es an der Zeit, sich hinzugeben. Große Band. Muss jetzt. Ich möchte mir ansehen, was er. Okay. Das große Band.
Booster, Spannungsreduktion. Neuerung des Bandes. Spannung werden bei geringen Effizienzverlust stark reduziert. Okay. Hier haben wir Dienst. Gleichheit. Das Kontrollen. Wir müssen auf jeden Fall mehr erforschen. Okay. Gut, hätten wir das. Ich kann mich jetzt mit Material zuscheißen, ne? Anscheinend. Mission starten. Was hätten wir? Hier. Oh, habe ich genug Frostland-Teams. Ah, okay. Da. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir machen müssen? Behausungen. Behausungen sind knapp. Behausungen bauen. Stick. Wohnheim für Arbeitskräfte. Wenn das nicht noch irgendwo zwischenquetschen? Das hätten wir. Ja, die Lager sind hier gleich voll. Hier haben wir noch Kraftstoff. Will ich noch ein Kraftstofflager hier oben hinbauen? Kraftstoff ist wichtig. Prüfung. Dober hat mehr und mehr Arbeitsplätze lassen, potenziell neue Mitarbeiter verschiedenste Prüfungen absolvieren, um einschätzen zu können, ob sie Spitzenarbeitskräfte gehören oder mithalten können. Gestellt und wollen mir einen verdammten Arm abhacken. Sagt eine erschütterte Abgriff. Ich würde auch eine niegelnagel neue eingebauten Werkzeugen integrieren. Könnte mich gerade noch von diesen. Opfer erfordern. Okay. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Das kann man ja immer noch ändern, ne? Oder? Gesellschaft. Kontrollen. Nee, das möchte ich nicht. Oder haben wir noch was anderes? Nein. Das ist nicht geil. Gleiche Bezahlung. Ja. Gleiche Bezahlung. Finde ich gut. Verpflichtende Ehe. Ja, finde ich auch sehr gut. So, können wir noch irgendwas ändern? Vorschlagen. Geleitete Wahlen. Das möchten wir jetzt erstmal machen. Denn. The proposed law has been approved. Ja, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.